Choral Airbay singt Marry Me. Damit hat er am vergangenen Sonntag die TV-Zuschauer berührt und die Jury von X-Factor begeistert. Fernab des Fernsehtrubels besuchen wir gemeinsam mit Choral die Erich-Kästner-Realschule Plus in Ransbach-Baumbach. Bis vor kurzem war er hier noch als Referendar aktiv. Mittlerweile ist er in gleicher Funktion an einer Schule in Mainz. Das Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen ist herzlich. Bei X-Factor bist du erstmal nur eine Nummer. 10511, seine Startnummer. In Ransbach-Baumbach ist das anders. Dass der Choral eine super Stimme hat und ein feiner Kerl ist, weiß man hier auch ohne Castingshow. War sehr meine Klassenlehrerin. Okay. Und dank ihr konnte ich noch ins Gymnasium. Und so hat alles seinen Lauf genommen. Und dann kommt er plötzlich nach 20 Jahren hier an die Schule. Ich kenne ihn gar nicht mehr. Und dann kommt er, sagt, guten Tag, Frau Labe. Ich sag, muss ich dich kennen? Hier, ich bin der Choral. Ach, was hast du denn studiert? Ja, englischen Sport, genauso wie Sie. Die ehemalige Klassenlehrerin, heute eine Kollegin. Und Choral heute einer, der nicht mehr durch die Schule gehen kann, ohne viele Hände zu schütteln. Musik macht er schon lange. Alles begann mit einem Geschenk seines Vaters. Angefangen habe ich Mitte 90 mit der Gitarre. Hatte ich meine erste Gitarre von meinem Vater gekauft bekommen, der es dann kurz darauf schon gehasst hat. Okay. Ich hatte schon Gitarrenverbot wegen Noten und so. So ganz klassisch. Doch Choral Airbay blieb am Ball, auch heute noch. Mit der Band Die Resonanz brachte er eine Single raus, singt zudem in der Band Kentron und arbeitet auch an einem Soloprojekt. Neben der Schule, versteht sich. Das Studium ist abgeschlossen. Aus dem Referendar wird bald ein Lehrer. So schön Musik auch so tief, dass auch im Herzen sitzt und man es nie loslassen werden kann, können wird. Es muss halt eben mit was Richtigem weitergehen. Psst, hallo, aber ihr müsst kurz noch leise sein. Dankeschön. Und so ging das den gesamten Besuch über. Kein Wunder, hat man ja nicht alle Tage, dass dein Lehrer plötzlich in einer Castingshow auftaucht und es obendrein noch nicht einmal peinlich ist. Ich habe mich erstmal gewundert, dass ein Lehrer von unserer Schule da auf der Bühne stand, aber dann fand ich es eigentlich recht cool. Ich war erstmal geschockt, einen Lehrer von der Schule zu sehen. Und ich bin richtig stolz auf den. Wie fandst du es? Wie hat er gesungen? Also, er hat richtig gut gesungen und ich habe mir nur gedacht, als das dritte stand, ja, es weiter, und als das dann das vierte war, war es richtig cool. Richtig cool, weil Choral Airbay es in die nächste Runde geschafft hatte. Als Sänger kennt ihn jetzt ein Millionenpublikum. Doch wie ist er eigentlich so als Lehrer? Sehr höflich, sehr nett. Also, der ist, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, der ist richtig sympathisch und wenn man den halt Fragen über Fächer fragen tut oder so, dann ja, hilft er einen auch. Er war immer sehr gelassen, hat eigentlich jeden Spaß mitgemacht. Er ist zwar auch ernst geblieben und hat uns Sachen beigebracht, aber man hatte mit ihm sehr viel Spaß im Unterricht. Marry Me, dafür gab es in der Show 4 X'e. Alle Jurymitglieder wollten Choral im Bootcamp sehen. Und alle Schüler wollten den Herrn Airbay was fragen. Zum Beispiel, warum er überhaupt bei X-Factor mitgemacht hat. Weil das grundsätzlich eine Riesensache ist, eine Riesenplattform. Ich meine, man ist halt im Fernsehen. Und irgendwann, wenn man so ein bisschen älter wird, dann entfernt man sich von dem Gedanken, so als Live-Musiker, sage ich mal, macht man ja nie Casting-Shows mit. Ist einfach verhöhnt, sage ich mal. Und irgendwann kommt dann doch der Gedanke, vielleicht ist die Sache gar nicht so schlecht. Am Ende gab es noch einmal Marry Me, unplugged, nur für die Schüler der 8C und für ein paar, die sich mit in die Klasse geschmuggelt hatten. Choral ist am Sonntag wieder zu sehen, im Bootcamp bei X-Factor, 20.15 Uhr auf Vox. Ob es weitergeht mit ihm in der Sendung, durfte er nicht verraten. Auch durften wir kein Video aus der vergangenen Show zeigen. Und trotzdem haben wir was ganz Exklusives. Denn Musik macht der 32-Jährige aus Sternbach im Westerwald auf jeden Fall auch in Zukunft. Egal, wie es bei X-Factor weitergeht.